Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Eine neue Folge, eine neue Runde Trainspotting mit etwas neuem Rollmaterial, was ich bislang noch nicht genutzt hatte. Da sind auch wieder ein paar echte Schmankerl dabei, kann ich an der Stelle schon mal verraten. Und ich habe auch noch mal ein paar Zugzusammenstellungen der Realität entnommen, mehr oder weniger, die ich auch auf YouTube gefunden habe, größtenteils mal wieder auf dem Kanal EC Paganini. Also wir haben keine Kooperation oder so. Ich erwähne den öfter mal, aber ich finde die Videos einfach echt inspirierend. Gerade wenn es darum geht, Zugzusammenstellungen zu finden, die man hier in Transportfieber umsetzen kann. Der Zug gehört nicht dazu. Das ist jetzt einfach mal, das sind neue Schüttgutwagen, die auch noch nicht allzu alt sind sozusagen. Vor relativ kurzer Zeit erst erschienen, aber noch nicht genutzt von mir jedenfalls. Deswegen habe ich die jetzt mal an den Kieszug dran gehängt, bespannt mit einer 216. Unterwegs zum Kieswerk. Wir machen direkt einen schnellen Szenenwechsel zum Innsbrucker Hauptbahnhof. Zugzusammenstellung, Wagenmaterial, Intercity plus Interregio. Und den habe ich tatsächlich genauso in einem Video gesehen. Auch mit einer 101 vorne dran. Allerdings nicht diese Variante von 100 Jahre Bauhaus, aber die Wagenzusammenstellung war genauso, genau in der Reihenfolge. Den begleiten wir jetzt ein kleines Stückchen. Und dann wird es munter weitergehen mit allerhand Rollmaterial und Trainspotting. Übrigens auch eine wirklich schöne Variante hier von der 101, wie ich finde. Kann sich sehen lassen. Da gibt es ja auch sehr viele Versionen mittlerweile mit diversen Sonderlackierungen und Co. Sehr schön. Fernverkehrstreffen hier am Rande von Innsbruck. Und ja, der Zug hatte tatsächlich auch keinen Speisewagen eingereiht. Zumindest konnte ich keinen erkennen. Deswegen ist der genau so unterwegs, wie ich ihn gesehen habe. So, dann hier nochmal schön die Perspektive auf das große Betriebswerk und den Güterbahnhof. Mit den LKW-Linien habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, wie man gerade schon erkennen konnte. Hier würde ich sagen, ist zäh fließender Verkehr angesagt. Okay, Szenenwechsel. Auch diesen Zug habe ich genauso in einem Video gesehen. Allerdings war da eine andere 111 vorne dran von irgendeinem privaten Unternehmen, aber es war tatsächlich ein 111er Sandwich mit genau dieser Anzahl an Wagen und ziemlich genau auch diesem Wagenmaterial. Also auch wieder irgendeiner dieser internationalen Fernverkehrszüge. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Zug war. Rollmaterial müsste belgischem Ursprung sein. Aber ja, also tatsächlich in der Zusammenstellung ziemlich genau so der Realität entnommen. Hier nochmal schön der Blick aufs Mühltal. Und unser 111er Sandwich macht sich auf den Weg Richtung Sommerau, hier unterwegs auf der Schnellfahrstrecke. Viermal erste Klasse, dann Speisewagen und am Schluss die zweite Klasse. Der Speisewagen ist, glaube ich, von der ÖBB. Das passt nicht mit dem Original zusammen, aber der Speisewagen, den ich dort eingereiht gesehen habe, der war halt rot, deswegen habe ich den hier auch so umgesetzt. Den habe ich mir selber ausgedacht. Nach gut Dünken hatte ich einfach Bock drauf. Das ist auch nochmal so ein Eurofima-Wagenset. Ich glaube, das ist das Ursprungsset, das Basisset, wenn ich das gerade noch richtig auf dem Schirm habe, wo auch allerhand buntes Material mit enthalten ist. Und das hat man, glaube ich, so auch noch nicht auf der Karte. So, hier nochmal schön Einfahrt in Sommerau. Das ist, glaube ich, auch eine ÖBB-Lok. Baureihe müsste man gleich zu sehen bekommen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt, wenn ich ganz ehrlich bin. ...1822. Müsst ihr jetzt selber recherchieren, was es mit dieser Lok auf sich hat.
Das Projekt wurde aber, glaube ich, zumindest bei der ÖBB auch relativ zügig eingestampft. Da haben wir noch eine einfahrende Sommertalbahn. Und kommt in drei verschiedenen Varianten hier, die 1822. Das ist jetzt mal hier so diese Adria-Transport-Variante. Fand ich, passt farblich ganz gut dazu. Dann wird direkt durchgetauscht. Hier auch nochmal ein Sonderzug. Das muss ich kurz überlegen. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich auch so ähnlich zumindest gesehen. War ein bisschen schwierig umzusetzen. Also leicht, ganz leicht an dem realen Zugvorbild daran orientiert. BLS vorneweg mit Connecting Europe. Speisewagen ist, glaube ich, von der italienischen Eisenbahn. Dann habe ich hier ein bisschen ÖBB mit dabei. Bunt gemischt. Ich glaube, am Zugschluss bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Es gibt einfach so viel, unglaublich viel internationales Rollmaterial, aber ich glaube, das sind spanische Wagen. Von der Renf, glaube ich. Kann mich täuschen. Also gerade diese Eurofima-Wagensets habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, in den letzten Folgen. Das ist einfach viel. Sehr, sehr viel Auswahl. Dann hier nochmal ein bisschen durchgetauscht. Einfach nochmal ein bisschen was auf die Strecke gebracht, wo ich gerade Bock drauf hatte. Da haben wir, glaube ich, was Französisches sogar mit am Zugschluss. Aber nagelt mich nicht fest. Die hier fand ich sehr, sehr schön von der HSL. Die habe ich auch noch nie benutzt. Knight Rider nennt sie sich. Ah, schön anzusehen, oder? Hübsche Lackierung. Und ein bisschen was Buntes hier am Haken. Unterwegs Richtung Landau, hier auf der Schnellfahrstrecke. Dann lassen wir den auch mal von dannen ziehen. Ich weiß gerade selber nicht mehr so genau, was als nächstes kommt. Ah, genau. Wir gehen nochmal an die Dieselstrecke dran. Ich habe hier nochmal... Ja, stimmt, hatte ich ja schon erwähnt. Die Silowagen. Endlich haben sie ihren Weg auf die Karte gefunden. Hier abermals gezogen von der Taucherbrille. Und diese Silowagen kommen auch in unterschiedlichen Ausführungen. Hier haben wir dann... Das ist, glaube ich, die modernste Variante. Ein Traum für Transporter, dieser Bahnübergang in dem Moment, oder? Mehr geht ja kaum. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier in Waldbronn übrigens. Dann lassen wir den hier mal rausrollen und ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und dann schauen wir uns die anderen Varianten der Silowagen auch noch an. Die gibt es in der Mod-Werkstatt übrigens, nebenbei bemerkt. Finde ich sehr, sehr schick. Und ich finde, die passen auch richtig gut zu diesem Landhandel. Richtig schönes Rollmaterial. So. Jetzt beschleunigt der Zug langsam. Dann werfen wir hier noch einen Blick drauf und dann werden wir gleich noch die anderen Wagen zu sehen bekommen. Da steckt eine ganze Menge Vielfalt drin in diesem Paket. So, dann haben wir die vierachsigen hier einmal abgearbeitet und dann wechseln wir einmal Diesellok, heute jetzt hier von der ÖBB spendiert, und die Silowagen sind ein bisschen kürzer geworden. Das sind jetzt hier die zweiachsigen Varianten, die auch in wesentlich mehr Ausführungen daherkommen. Und wer genau hinschaut, es gibt vorne dran sind die etwas höheren Varianten, wahrscheinlich einfach mit ein bisschen mehr Volumen, hinten dran die etwas kleineren Varianten und... Das alles mit diversen Ausführungen hier von, mit verschiedenen Lackierungen. Schöne bunte Geschichte. Auch für mich nochmal so ein richtiges Highlight. Mir gefallen solche Züge. Öfter mal was Neues, oder? Hatten wir so noch nicht. Die ÖBB-Diesellok hier schön in Tannengrün. Und
Und so rattert die ganze Geschichte hier über das Viadukt. Die Kaiserfelsbahn hinab. So, und nochmal ein weiterer Vertreter. Das sind die österreichischen Milchwagen. Finde ich auch super schnucklig. Großartig, passt super auf die Dieselstrecke. Lokauswahl ist vielleicht ein bisschen zu modern. Aber ich wollte auch nochmal eine der ÖBB-Dieselloks, also beziehungsweise Verschubloks, hier auf die Strecke bringen. Und ich finde es sehr schnucklig. Super cool. Milchwagen. Hatte ich auch schon lange auf dem Zettel, die endlich mal zu installieren und hier irgendwie auf die Strecke zu schicken. Und da sind sie nun. Auch sehr farbenfroh, die ganze Geschichte hier. Großartig. Und ich meine auch alle nach einem realen Vorbild nachempfunden hier, die ganzen Ausführungen. Superschön. So, und wenn der jetzt hier im Tunnel verschwunden ist, kommt auf der anderen Seite nochmal Dampf heraus und der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht kennt, kann seinen Augen kaum trauen. Das dürften wahrscheinlich so ziemlich die ersten Doppelstockwagen gewesen sein. Bin da nicht richtig informiert, aber die wurden auf jeden Fall, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, tatsächlich schon im Jahre 1916 wieder außer Dienst gestellt. Also wirklich richtig, richtig alt. Wir begleiten den jetzt hier noch ein kleines Stückchen. Und bei dem, das wäre halt natürlich auch ein heißer Kandidat. Nochmal irgendwie eine Sondersendung in Form von, naja, vielleicht Impressionen und in Kombination mit einer Mitfahrt zu machen. Stelle ich mir sehr rustikal vor, in so einem Ding mitzufahren. Ihr bekommt auch gleich noch einen ganz kleinen Ausblick auf die ganze Geschichte. Ein, zwei Sequenzen, wie das aussehen könnte, kriegt ihr noch spendiert. Ich verabschiede mich aber schon mal an der Stelle, denn ich denke, jetzt wird es noch mal ein bisschen lauter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.